Holla, wer ist das denn? Was soll denn das heißen? Hi, mein Name ist Dennis Grund. Ich bin seit 20 Jahren als Barber und Friseur unterwegs und für mich waren einfach die Beratungsgespräche immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn der Kunde glücklich rausgeht, kann ich gut schlafen und dann sind alle zufrieden und dementsprechend gucken, wer heute kommt. Hi. Grüß dich. Hi. Ich würde sagen, zur Entspannung fangen wir erstmal ganz locker an mit einem schön heißen Handtuch, dass wir das erstmal ein bisschen entspannt machen. Und dafür lege ich die nach hinten. Geht das so? Ja, ist perfekt. Ja, okay. Nicht erschrecken. So. Ich würde sagen, die Zeit nutze ich jetzt einfach. Und zwar, wir lernen uns erstmal eine Runde kennen. Tee oder Kaffee? Kaffee. Stadt oder Land? Land. Eine Woche ohne Social Media oder eine Woche ohne FIFA? Eine Woche ohne FIFA. Deo Roll-On oder Deo Spray? Deo Roll-On. Hast du eine Sünde vor dem Training? Normalerweise nicht, ne. Nicht zu schnell zum Training fahren, weil du zu spät bist, oder? Ab und zu vielleicht. Okay. Haargel, Haarwachs oder Paste? Normalerweise nur Wachs. Dann erlöse ich dich davon noch mal eine Runde. So. Wie lange ist der letzte Haarschnitt ungefähr her? Drei Wochen circa, ja. Okay. Ganz so kurz brauchen wir es, glaube ich, auch gar nicht machen. Ich würde einfach die Kontur ein bisschen sauber schneiden, quasi ein schönes Fresh-Up machen. Geht das so? Oder stranguliere ich dich gerade? Ja. Gut. Ich überlebe es noch. Gut. Wenn du blau anläufst, kurz dreimal klopfen, dann wissen wir Bescheid. Ja. Ich gucke jetzt mal, wie kurz das dann an der Seite ein bisschen wird. Kannst du ruhig ein bisschen kürzer machen bei ihm. Meinst du? Oh, in der Mitte kürzer oder Seiten? Nur oben, so ein Streifen rein. Okay. Ich hätte gerne eine Schmelle-Scheitel. Da muss aber noch ein bisschen züchten, damit wir die Locke da vorne hinkriegen. Bist viel unterwegs auf Social Media? Machst du das alles selber eigentlich? Ich? Ja? Ja, also, größtenteils schon, ja. Okay. Ich will es mal. Schmelle macht das für mich. Ja. Möchte man das seinen Kollegen aus dem Team, sein Handy anvertrauen und sagen, mach für mich Social Media? Nein, eigentlich nicht. Nee, das ist ja auch eine persönliche Sache. Also, wie gehst du mit öffentlichem Druck eigentlich um? Hast du da eine Sache, wo du sagst, okay, da ist jetzt eine Grenze, wo ich dann auch wirklich einschreite? Oder ist das? Ja, ich meine, ist ja nicht nur Social Media. Dadurch, dass wir die Spieler haben und auch irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, ist es mittlerweile eigentlich ja nur noch so ein zusätzliches Tool und man muss sich identifizieren können damit. Hattet ihr Berater dafür oder du? Nee, der von. Also Learning by Doing. Ja, so ungefähr. Okay. Kann auch in die Hose gehen manchmal. Mal das Thema mit dem Wirbel hinten, da steht immer so ein bisschen. Hier? Ja, genau. Ja, normalerweise, da ist immer die Sache mit dem Aha arbeiten. Lass ihn drehen. Okay. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil du kannst da nicht gegenarbeiten. Ja, die Struktur nicht ändern. Der ist stärker als du. Deswegen. Was sind so deine schönsten Urlaubsziele? Ich sag mal, ihr seid ja viel unterwegs und könnt viel reisen, aber was ist für dich der schönste Urlaubsort bis dato? Karibik war sehr schön, Seychellen war sehr schön. Wir sind viel in Amerika, wenn frei ist. Also weil Freunde etc. oder einfach auch Bekannte, auch so, um einfach das Land mal kennenzulernen, die Städte mal kennenzulernen. Ihr seid viel in Hotels, ihr seid immer recht exklusiv verhaust, sage ich jetzt mal. Könntest du mit dem Bulli einfach durch Amiland fahren, mit dem Camper? Ja, wäre auch eine Option, auf jeden Fall. Also irgendwann werde ich das auf jeden Fall machen, ja. Hast du gerade zu dieser Bulli-Frage, hast du gesagt, du würdest das gerne machen? Ja, irgendwann werde ich das machen, ja. Ah, ja, ist klar. Das will ich jetzt sehen, noch nicht, aber irgendwann. Hast du das schon gemacht? Hast du schon mal irgendwie drei Wochen lang? Nicht mit einem Bulli, aber ich bin also wandern gewesen, nur mit einem Rucksack eine Woche lang durch Schweden. Alleine? Zu Fuß? Nein. Ja, zu Fuß, ja. Oh, crazy. Kinderwunsch bei euch? Ist das ein Thema? Ja, das ist ein Thema. Ja? Auf jeden Fall. Aber noch nicht jetzt? Noch nicht jetzt, aber... Okay, kommt. Kommt, genau. Zur rechten Zeit. Bei Schmelle ja auch, deswegen. Kinderwunsch bei hinten? Ja, absolut. Ja? Schon bestellt? Bestellt, noch nicht abgeholt. Okay. Ja. Aber gibt es für dich so bei Dresscode Goes und No-Goes? Ich halte es relativ clean, muss ich sagen. Also ich versuche nicht zu schick, aber auch nicht zu leger. Okay. Das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Ist natürlich alles total persönlich, gerade was Mode betrifft. Also einen Hut würde ich auch nicht tragen. Willst du nicht tragen? Okay. Aber vielleicht steht er mir. Ja, weiß ich nicht. Kannst du mal ausprobieren. Ja, sieht schon ein bisschen. Das muss ein anderer Hut sein. Das muss ein anderer sein.
Aber das ist das Ding. Aber hast du denn, wo du selber sagst, so, boah, ich weiß nicht, das sehe ich jetzt in letzter Zeit super oft, finde ich aber super fail irgendwie. Ich sehe oft diese Umhängetaschen mittlerweile, die so auf, genau, auf 7:30 so. Das wäre nicht meins, glaube ich. Das tragen ja jetzt viele, aber das... Weil du es optisch nicht schön findest? Genau, genau. Na gut, du hast auch eine Frau an der Hand, die hat eine Tasche dabei, da kannst du natürlich deine Sachen rein. So sieht's aus. Das ist eine Win-Win-Situation. 1-0 für die Hochzeit. Genau. Sehr gut. Dann Styling, du hast vorhin gesagt, ein bisschen Wachs, ne? Genau. Ich würde das Ganze jetzt einfach auch ein bisschen strukturierter noch machen. Mhm. Also ein bisschen was Festeres nehmen quasi. Ein Wachs ist immer noch ein bisschen lockerer. Ich würde halt auf einem Fiber im Endeffekt gehen. Was ich zum Beispiel beim Styling mal ganz gerne mache, ist halt die Haare quasi einmal ganz kurz damit waschen, in dem Sinne. Einmal da auch unten drunter Struktur reinzumachen, damit es halt nicht nur oben drüber ist. Oft ist ja so, da hast du hier zwei Punkte und hast dann da auf einmal das Produkt drin. Genau. So. Merci, sieht gut aus, ja. Gehst du so vor die Tür? So würde ich vor die Tür gehen. Ja, das ist schon mal sehr praktisch. Ja. Also, wie gesagt, Gesicht ist deine Baustelle, aber charakterlich finde ich gut. Charakterlich finde ich super, ja, deswegen. Okay. Dann zum Abschluss, einfach für mich auch interessant, hast du jeden Tag eine Gesichtscreme oder irgendeine Bart? Ja, ich versuche jeden Tag, Bart bei mir weniger, aber... Selbst das muss gepflegt werden, also auch da ist Haut drunter, man mag es nicht glauben, aber... Nee, aber eigentlich nur, dass ich versuche, jeden Tag eine Gesichtspflege zu nutzen, das ist eigentlich das Wichtigste. Hast du einen Unterschied zwischen Training und Spiel, stylingmäßig? Gibt es da irgendwas? Es gibt ja Leute, die sind... Da nutze ich ein bisschen mehr, weil klar, durch die Bewegung, Schweiß und so weiter, versuche ich ein bisschen mehr Produkt zu benutzen. Rein theoretisch kannst du zum Beispiel auch mit dem Spray arbeiten, das einfach nochmal zum Fixieren, ist dann manchmal nicht so klebrig, wenn schwitzt etc. Ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Aber da du nicht spielen musst, braucht man das heute nicht machen, dementsprechend. Optimal. Ne? Deswegen. Beim nächsten Mal. Vielen Dank auf jeden Fall. Wie gesagt, tauschen wir auf jeden Fall mal durch. Ja. Bart kommt beim nächsten Mal. In 3 Jahren. Lass ihn wachsen. Ich versuche es dann so zu haben. Okay, dann rufst mich an und dann komme ich vorbei. Perfekt. Am besten in Malediven. Oder wo Malediven? Wo war der? Sehr schön. Ja, genau. Karibik. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.